In der Slowakei hat der populistische Parlamentspräsident Peter Pellegrini die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Er setzte sich nach Auszählung fast aller Stimmen gegen den prowestlichen Diplomaten Ivan Korczok durch. Ein wichtiges Wahlkampfthema war der Ukraine-Kurs gewesen. Pellegrini fordert vom Nachbarland Ukraine die Bereitschaft zu Friedensgesprächen mit Russland. Nach seinem Wahlerfolg sagte er, er werde sicherstellen, dass die Slowakei auf der Seite des Friedens und nicht des Krieges bleibe. In der EU dürfte unter anderem auch mit Sorge gesehen werden, dass Pellegrini nach seinem überraschend deutlichen Wahlsieg die nationalen Interessen der Slowakei betonte. Korczok räumte seine Niederlage ein. Zugleich kritisierte er den Wahlkampf als nicht transparent. Aus ihm sei ein Kriegskandidat gemacht worden. Der mit Pellegrini verbündete russlandfreundliche Regierungschef Robert Fico hatte Korczok wegen seiner Haltung zum Ukraine-Krieg vor der Stichwahl als Kriegstreiber kritisiert. Pellegrini lobte der Ministerpräsident hingegen als einen gemäßigten Kandidaten, der den Wert des Friedens anerkenne. Korczok war als unabhängiger Kandidat angetreten. Er wurde von den Oppositionsparteien unterstützt. Die amtierende liberale Präsidentin Susanna Chaputova, eine Ukraine-Unterstützerin wie Korczok, war nicht erneut angetreten.